Heute geht es zu den netten Pandas. Nein, Bären, ach, was war, ich weiß nicht, was ich sagen will. Mit mir verwirrtem Shadowrunner spielen natürlich wieder der Fjalk. Hallo. Und natürlich auch der Bacon Orange. Ja, wir begeben uns gleich in einen Mikrokosmos des Rennens. Wir hatten diese Strecke auch schon, aber da die uns damals so viel Spaß gemacht Hat sie hat, das? Kann mich nicht ja, dran hat sie. erinnern. Oh, ich muss mal eben kurz fragen. Ja. Du? Ach so, ich glaube, wir sind nicht gemeint. Ist Eisweiß eine Farbe? Das ist doch Eierschalenweiß, oder? Eisweiß? Weiß wie Eis. Klingt für mich voll logisch. Dann wahrscheinlich die Musterkataloge rausgezogen mit dem. Kennst du nicht? Also kennst du nicht, heißt meiner Meinung nach, gibt's nicht. Natürlich. Danke. Ja, richte mal einen Dank aus. Also da ich ja Frau Bacon L'Orange überhaupt nicht in Misskredit bringen will, nehme ich das mal so hin. Ja, Trotz du anderer kannst, Meinung. du darfst sie auch Frau L'Orange nennen. Du musst Ich nicht. bin da traditionell. Das ist Ach wie so. Frau Doktor, Professor, also auch wenn das gar nicht selber ist. Aua! Ah, ich bin festgefahren. Jetzt geht er weg Er ist da! nicht ganz fest. Hau ab! Nee, ich fahre niemanden fest. Ihr fahrt euch gegenseitig fest. War nicht festgefahren, stand jemand im Weg. Ah, da hat auch irgendwer neben mir zurückgesetzt. Ich hab mich da hinten, war ich irgendwie. Ich konnte gerade echt nicht mehr nach hinten fahren. Shadow baut auch irgendwie nur Ja, Scheiße. danke, jetzt hast du mich hier irgendwie in so eine Abstellkammer reingebummst. Bitteschön. Der Fjall kommt wahrscheinlich gleich schon das dritte Jetzt Mal fahre an ich hier uns gegen eine vorbei. Laterne, wo man nicht drüber fahren kann. Andere kann man umfahren, die kann man Meine nicht umfahren. Windschutzscheibe ist kaputt. Jetzt fahre ich bestimmt schlechter. Ja. Also ich bin mir ganz sicher, das Rennen haben wir damals nicht in Alter, Ego-Perspektive das ist doch auch gefahren. Das finde ich aber so ein geil. Bacon-Hochgaragenrennen hier. Ja. Schlimm. Hochgarage nur offen. Das ist gerade ganz schrecklich. Scheiße, ich habe den Falk Da muss verpasst. ich nochmal rauskriegen, wo die Handbremse ist. Obere, ja, L1? R1. 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 L1, R1. Das sind Oh, hier kommen wir Bremsen. schon entgegen, wie schön. Oh. Ja, ich drehe mich noch ein bisschen mehr. Ich fahre Oh. Bordsteine um. Ich stehe aber schon wieder fast gut. Ich habe manchmal eine Ego-Ansicht, also gerade bei solchen Strecken, ist ja, finde ich, das Hauptproblem der Ego-Ansicht, dass man auch mal gerne irgendwie vergisst, wo man ist. Ja. Und was auch Ui. immer da gerade passiert ist. Es Bin ist vor auf jeden allem in Fall der diesem perfekte Wagen für Panto Ego-Ansichtfahren. ist Warten. das Sichtfeld sehr eingeschränkt. Oh ja, sonst wäre ich auch viel besser. Und ich glaube, wir hatten das dem Panther auch damals bei dem Deathmatch vom Fjalk oder bei irgendeinem, was er gemacht hatte. Bei dem Rennen mit Waffen, Ja, ja. und da haben wir damals schon gemerkt, dass dieses Auto extrem gut liegt. Das Lied auf der Straße wirklich wie ein. Nein, und das ist genau die Stelle, wo ich mich schon festgefahren hatte. Man Beschleunigt wie muss. ein Kaugummi auf, weiß ich auch nicht. Ja, ich habe mich jetzt erstmal überschlagen. Das geht hier mit gut. Wo wird der nochmal hergestellt? Das Pendant der echten Welt? Korea? Das ist das Smart. Das soll ein Smart sein. Glaube ich nicht. Ja. Bestimmt so ein Ach, Fiat das war. irgendwas. Ich hätte. Obwohl Smart sind heute ja auch viel größer als Halt. Mitte der 90er. Habe ich so das Gefühl. Oh, hier ruckelt es gerade ganz schlimm. Der Shadow ist Hier, an mir vorbeigeflogen. Der hier, cheatet. Shadow, ich zeig dir was. Konnte ich nicht rüber gucken, mein Sichtfeld ist so eingeschränkt. Ja, musst du meine Aufnahme angucken. War wahrscheinlich wieder dein netter Finger. Weil was anderes kann man nicht zeigen. Also hier oben in dieser Haarkurve habe ich einen Wendekreis wie ein Elefant. Ja, du musst ja auch mit Handbremse da oben drehen. Ja, Ich habe einfach hat immer sich versucht, gebremst. bringt genau gar nichts. Und in diesen Zwergkurven da unten, wo ich 2 Stundenkilometer fahre, da drehe ich mich sofort, wenn ich einschlage. Ja, um 180 Grad. Ja. Das ist nicht mein Lieblingsauto. So.
Nicht Oh, wirklich. ich fand's eigentlich ganz nett. Der Shadow hatte außerdem die schnellste Runde. Ja, Ja, da kann ich mir zwischendurch was geflogen. Ich von. weiß auch nicht Ja. warum. Was von kaufen. Kanal Fontan hatte Aktualisieren? ich angeblich noch nicht. Ah, dann wähl's aus. Machen wir's. Kanal Frontal. Das guckt wieder dein. Das erinnert mich an unsere letzte Folge. Wie hieß dann aber die Strecke? Deine Mutter. Achso, ich dachte, du dachtest jetzt wieder an Analschäden. Nee. Kult oder Katastrophe? Gib ordentlich Gas, wenn du den trockenen Betonkanal des LS River runterrast. Simple Rundstrecke für Landfahrzeuge mit zwei scharfen Hoffe, Linkskurven. ich hatte die Ego-Ansicht jetzt ausgemacht. Ich hab's nicht umgestellt. Also wenn das. Du hast keine feste Kamera. Gut. Ich wäre für den Granger. Nein. Okay, für den Huntley. Geht ihr nach links oder nach rechts? Ich gehe nach Lieber den rechts. Handlicht, das sieht ein Den bisschen Huntley. wendiger aus. Ich hätte auch den anderen toll gefunden. Ines. Papa. Schon wieder irgendeine Macke unter meinem Gesicht. Du gehst fast mal solche Vorlagen, wo ich denke, nein, das ist gemein, das darfst du nicht sagen. Oh, guck mal, Gegenperspektive. Wollte ich gar Bacon! nicht. Kannst du ja ausschalten. Aber dadurch fahre ich eigentlich auch nicht besser. So, ich habe dir Vorsprung verschafft, Fjalk. Jetzt nutzt das auch. So, okay. Setz dich nicht unter Druck. Links vor rechts, links Fjalk, vor rechts. Fjalk, Fjalk. Lasst euch beide, nur damit ihr es wisst. War gleich toll. Weil ich so nett bin. Ah, ich verstehe. So, Weil ich ja. mein Auto nicht auf der Strecke halten kann. Oh, die Strecke, ich weiß auch, wie ich sie damals gefahren habe. Die hatte ich damals mit Waffen, glaube ich, gefahren. So gewalttätig, ich würde lieber mit Waffeln fahren. Oh ja, ein Knaller, ne? Links oder rechts? Schade, links wäre besser gewesen. Na, Ja, kommt doch selber nee, raus. nimm die Mitte. Nächstes Mal. Also eigentlich ist das eine ziemlich langweilige Strecke. Es stand auf der Ja. simple Strecke mit zwei scharfen Linkskurven. Wie gesagt, ich habe sie damals halt mit Waffen gespielt Ja. und das war halt ganz cool, weil durch die langen Geraden konntest du halt echt gut die Leute vor dir abschießen. Wasser. Oder es probieren. Ach, Mann, oh. Aber Oh, ich fahre doch wieder eigentlich fährt Ego-Perspektiven-Dings. der Fjall fährt mir jetzt auch, glaube ich, einfach weg, weil ich die Kurve verkackt habe und einfach nicht so schnell Ja, gestartet. ich hab. Na, wohl jetzt setzt, glaube ich, Guck aufholen mal gerade ein auf bisschen meinen an. Rückstand. Ich hab an der Ja. Brücke bin ich im Wasser und kam da nicht mehr raus. Ihr könnt an dieser Stelle jetzt zum Video vom Bacon switchen und euch mal das anschauen, wie Das ist vernünftig ja geht. sowieso schon ein paar Tage vorher rausgekommen. Stimmt, dann geht ein paar Tage zurück und schaut mal in sein Video rein. Ups. Hat der Ups aus Versehen sich umgefahren oder Nee, ich glaube, umgedreht? das Nee, war nicht aus Versehen. ich habe ihn nur von hinten ganz bewusst gegen die Wand gedrückt. Aber ich weiß ja, dass du da hinten die Kurve wieder verkackst, da hol ich dich ein. Nee, ich sehe ja, wie viel Vorsprung ich gerade habe. Ich glaube, ich kann die halbwegs langsam angehen. Ja, was denkst du? Ist aber gar nicht so. Meint ihr damit die Brücke oder? Ja. Ich habe ja auch nicht die Brücke verkackt, ich habe das Wenden nach der Brücke verkackt. Ich auch. Ah, das hast du diesmal auch. Das ist, glaube ich, mein Glück gewesen. Versuch nicht wieder Ja, wie ins gesagt, Wasser zu fahren. also hier mit Waffeln wäre es halt echt ein bisschen Hacker. nett gewesen. Waffeln hättest du übrigens was zu tun. Also ich will jetzt ja nicht sagen, dass das so schlecht war.
War ja auch wunderbar. Ja, also so ein Rennen kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Also ich fand die Idee mit dieser einen Kehre da, wo man die Wand hoch muss, das, da muss man auch erstmal drauf kommen. Wand hoch? Ja. Wand hoch. Ja, die Wand hoch. Du musstest da ja nicht durchs Wasser fahren. Du konntest oben rumfahren. Aha. Das hat der Shadowrunner, glaube ich, nicht gemacht. Okay. Zieh dich um. Ja, geht nicht. Oder zieh dir wieder so das Gesicht. Ja, am Anfang war es schön, da hattest so du immer Masken auf, aber nein. Aktualisieren. Hatte ich alles schon. Unter der Brücke hattest du auch schon. Achso, echt? Ja, aber wenn du das noch nicht hattest, dann machen wir das jetzt. Nö. Wohnwagenromantik hatten wir damals. Oh, das war schön. Das hat uns so viel näher zusammengebracht. Alle. Nein. Als Gruppe. Das war ein Freitag, wo ich nicht da war. Hoffentlich. Doch, ich glaube, du warst dabei. Und? Und ab geht's. Ja, ich versuche gerade so den Text zu überfliegen. Es gibt Warnlichter. Auf dem Country sind hängen geblieben. Das ist natürlich jetzt. Ja. Also das Fallschirmspringen war in der letzten Zeit ja nicht unbedingt meine Stärke. Ja. Könnte für mich übrigens ein bisschen kühl werden um die Hüfte. Hoffentlich hole ich mir nicht eine Blasenstärke. So, jetzt nochmal zum Thema Logik in diesem Spiel. Wenn ich in ein Auto einsteige, nehme ich den Hut ab. Wenn ich Fallschirmspringe, natürlich nicht. Nee, ich habe den Hut auch beim Fallschirmspringen drauf. Das finde ich auch geil. Fett getackert. Ja. Ja. Vor jedem Sprung wird er nochmal nachgetragen. Ja, da passt du halt nicht mehr rein, sagen, weil der so groß ist. Groß. Pass auf nochmal, du weißt schon, was ich meine. Trag keinen Zylinder, um das mal gegen festzuhalten. Das ist ziemlich irritierend, weil der Shadow direkt vor mir fliegt und mich rammt. Hab ich gar nicht. Ich fliehe vor dir, damit du mich nicht wieder umdrehst. Ach, wieder nur 10. Warum höre ich da Explosion? Ich weiß es auch nicht. Also ich war es nicht und der Fjalk war es nicht. Selbst ich explodiere. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Oh, der Shadowrunner hat ordentlich Tempo rausgenommen, sehe ich gerade. Da oben? Toll, 5 Punkte. Wo kam denn das Tor her? Der Pfeil war da schon so ganz grob hinmarkiert. Habe ich dann wohl übersehen. Ich habe ja noch Hoffnung, dass der Bacon, wie so üblich, die Landung versaut. Es kommt drauf an, wie steil die Landung ist. Die sieht aber nicht so schwer aus. Na, da sind Bäume. Aber das Gute ist, ich sehe dich ja zuerst landen. Das tut mir ja leid. Ja, ich habe das Problem, dass ich noch nicht mal zum Landepunkt gekommen bin, weil ich schon zu tief war. Ich bin auf dem Dach vorher. Und meiner hat den Fallschirm vor dem Landen abgeworfen. Ja, gratuliere, Fjalk. Ich glaube, du hast gewonnen. Ja, das sehe ich auch so. Endlich. Souverän. Ja, warum steigt ich den Fallschirm ab? Und dann bekomme ich einen Gewichtsklatscher. Keine Ahnung, was bei mir gerade los war. Ich bin auf einmal so extrem abgesunken. Ein Baum hängen geblieben? Sieht doch mal gut aus. Das ist doch der Bruder von Beo, ne? Das war der Beo, oder? Der gewonnen hat. Könnt uns mal. Ja, ein andermal. Ja. Hättest auch sagen können, lass das nochmal und ich rufe meinen Bruder an. Also ich habe wirklich Angst. Ja, wenn die Polizei von Los Santos genauso drauf ist wie ihr, dann klopft die irgendwann bei mir und sagt so, also sie haben 93 Leute über den Haufen geschossen, 14 Kinder gefressen und dazu noch einen Hund getreten. Und das war ich dann alles gar nicht.
Oh, der Shadowrunner hat mit das Deathmatch Das gewählt. war verrückt. Ich wäre dafür außerdem, dass wir nur 5 Minuten Runde machen. Ja, kurz und knackig. Ja, Kills kannst du hochstehen lassen, das ist ja Also egal. machen Und wir bitte 20 Deathmatch und ich. Minuten. Ja. Und bitte, ja, danke. Mach mal Ego-Perspektive. Nein. Ey, das macht echt keinen Unterschied. Eigentlich müsstest du aus der Ego-Perspektive im Deathmatch Kann die viel Waffe besser übrigens schießen nicht können, weil umstellen. das ist wie beim Shooter. Aber ist doch egal. Es gibt eine Schrotflinte und aufnehmbare Sachen, ist doch in Ordnung. Die Schrotflinten sind natürlich vor allem bei großen Entfernungen immer eine große Freude. Wenn unsere Karte ist wie die Werfte bis zum letzte, dann Abwinken. gibt es keine großen Entfernungen. Also zumindest bei der abgesägten Schrotflinte würde ich auch davon ausgehen, dass du da jetzt nicht großartig Meilen hast. Und wieder im Dunkeln. Das hättest du ja umstellen können. Ja. Vermutlich. Lass uns mal weggehen, der Bacon kommt gleich wieder von hinten. Wo bist du denn? Ja. Aber wir verstecken uns einfach vor dem, bis er keine Lust mehr hat und verschwindet. Du meinst, bis ich keine Lust mehr habe und mich selbst umbringen? Ja. Ins Gesicht. Ja, aber so richtig. Oida. Weiter? Das Schlimme ist ja, dass diese Leute Schrotflinte so wunderbar lange Nachladezeiten hat. Das nächste Mal auf Ja, der aber Straße es. jemand einen Pink entgegenkommt, dann kriegt er diesen ganzen aufgestauten Hass ab. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben noch keine Hassgefühle. Och. Also ich schon. Ganz schlimmer. Was so weit, dass ich den Namen gebe. Bin die Lu und weiß Hubert. noch nicht. Ich muss diese Schrotflinte loswerden. Ey, es liegen ja doch mehr als genug Waffen Ja, rum. ich laufe irgendwie immer an denen Meistens ist vorbei. man schon tot, bevor man die Waffen erreicht. Nö. Also da hattest du jetzt aber auch ehrlich gesagt mal einen blöden Spawnpunkt, muss man dazu auch mal fairerweise sagen. Die Waffen sind hier halt teilweise in den Bäumen und so versteckt. Das macht's halt. Siehst du, hast du eine Waffe? Ja, endlich. Alles zurück. Oh, jetzt suche ich mir ein paar Steckbrüche. Was ist das? Oh. Hey, ich habe eine Auszeichnung bekommen. Headbanger. Was hast du Keine gemacht? Ahnung. Headgaming. Kopfsprung ins Wasser habe ich gemacht. Oh, ich Ja, muss mich ich mal so. wollte gerade sagen, das mit den Waffen hätte ich dem Shadow nicht sagen sollen, dass er die mal Nee, das aushandeln lag soll. am Testosteron diesmal. Wo ich zum ersten Mal eingesammelt habe. Ja, also das Testosteron, das kann ich euch nur ans Herz Lass das mal legen. kurz, ich muss vor meine Waffe bitte wechseln. Wenn mir gleich eine Meldung kommt, ich hätte mich selbst umgebracht, das ist gelogen. Ich wollte nur was ausprobieren. Okay. Du sollst mich doch nicht immer in Stücke schießen. Schieß mich doch mal lieber, weil danach musst du mich wieder zusammenschießen. Zusammenschießen muss ich dich danach. Ja. Du bist dir sicher, dass du weißt, wie das mit den Waffen so funktioniert. Ja. Hab ich ja mal Glück gehabt. Oh, warum kann ich da nicht durchlaufen? Wie unverständlich. Und ein Bacon mit Kohlenhai-Zeug. Aber du hast mich getötet. Entschuldigung.
Mich würde interessieren, ob da überhaupt Schleichen auch was bringt, wenn man Schleichen dann geskillt hätte, nicht so wie ich. Vermute mal, dass dann deine rote Markierung nur auf nähere Entfernung auftaucht. So verstehe ich zumindest das Spielprinzip. Ich hab dich 80 Mal mehr getroffen. Das ist so ein blödes Spiel. Ja. Da wollte er weglaufen. Nee, ich wollte eigentlich zum Medikit laufen. Wird schon Tag oder nicht? Ja. Farblose Schwimmer hier schießen, was soll denn das? Ja, die gefährlichen erschieße ich nicht. Nein, lass mich nachladen! Das ist scheiße. Und vor allem, das hat mir jetzt auch den Sieg gebracht. Hättest du mich erwischt, Ja, hätten wir hätten wir Gleichstand unentschieden gehabt. gehabt. Ja, warte mal. Das Auto spielt nicht vorbei und ich habe eine Waffe. Du bist doch voll. Ah, nervt doch nicht. Ich habe ein Oh, Ziel ich hätte doppelt erfüllt. so viele. Ja, ich hätte doppelt so viele Kills wie Tode haben müssen. Das habe ich nicht erfüllt. Naja, das habe ich dir dann, glaube ich, doch noch verbauen können. Level 57. Ja, ich habe auch nicht wirklich eine gute Bilanz gehabt. Also, ich glaube, ich hatte eine ziemlich ausgeglichene Bilanz. Na gut. Naja. Dann sind wir aber auch, glaube ich, am Ende der Episode angekommen. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Adieu.